Hallo Freunde, ich hoffe euch geht's super super gut. In unserer Serie zum Thema Erlösung haben wir ja letzte Woche über zwei Menschen gesprochen, die zum Leben zurückgekommen sind, die Jesus vom Tod auferweckt hat. Da wäre auch gern dabei gewesen in der Situation, weil das war sicher ein Event, den man so gar nicht beschreiben kann. Also wirklich faszinierend. Aber heute möchte ich zwei Sachen anschauen, zwei Events anschauen im Leben von Jesus, wo beide zeigen, wie er sein Leben gelebt hat und was er uns weitergeben will. Was ganz, ganz wichtig ist, wie wir leben sollen und können. Der erste ist der Einzug in Jerusalem. So, wenn wir über einen Einzug in eine Stadt denken, als König, dann denkt man, ein König entweder kommt in einer Kutsche und die Leute schauen zu ihm auf oder er reitet auf dem Pferd und er schaut auf die Leute runter. Richtig? Hohes Pferd, hoher. So stellt man sich einen König sozusagen vor, der in die Stadt kommt. Und Jesus ist der König über alles. Er kam von seinem Königreich hierher. Aber interessanterweise reitet er nicht so mit Stolz wie ein weltlicher König, sondern er reitet als König mit Demut. Wieso sage ich das? Wenn wir die Geschichte lesen, stellen wir fest, dass Jesus auf einem Esel geritten ist, auf einem kleinen Esel. In Englisch sagt es Colt. Ein Colt ist ein kleiner Esel oder ein kleines Pferd unter 4 Jahren. Das heißt, es war ganz klein oder verhältnismäßig klein noch. Der Unterschied zwischen dem Reiter auf einem Pferd und auf einem Esel ist ganz gewaltig. Der Esel ist wesentlich niedriger. Wenn man auf einem Esel reitet, dann ist man mehr auf Augenhöhe mit den Menschen. Das hat mich vor einigen Jahren mal berührt, als ich da eine Predigt gehört habe und der Prediger gemeint hat, ja, wie Jesus da eingeritten ist und auf Augenhöhe mit den Leuten war. Das hat mich damals wirklich zum Nachdenken gebracht und bringt mich immer noch zum Nachdenken. Aber Jesus war auf Augenhöhe mit den Leuten. Er hat sich nicht drüber weggesetzt, nicht in Stolz oder auf sie runtergeschaut, sondern er war da. Immanuel, Gott mit uns. Gott mit uns. Ist das nicht fantastisch? Gott ist mit uns. Er ist nicht in einem Palast geboren, sondern im Stall. Er hat nie im Stolz sein Leben gelebt, sondern mit Demut. Jesus hat immer Demut gezeigt, durch sein ganzes Leben durch. Und auch bei dem Einzug in Jerusalem. Faszinierend. Und das zweite Event passiert kurz vor seinem Ende auf der Welt. Und zwar an dem letzten Abendmahl, das er mit seinen Jüngern hat. Alles ist schön vorbereitet. Irgendein Eventort oder vielleicht ein Haus. Und das Essen ist da, alles vorbereitet. Die Jünger haben dem Hausherrn gesagt, hey, bereite das alles vor. Und dann kommen sie dort an. In der damaligen Zeit war es üblich, dass wenn man ankommen ist, dass man entweder selber seine Füße gewaschen hat oder dass jemand da war. Bei so einem Event wäre es wahrscheinlich so, dass da jemand da wäre und deine Füße wäscht. Wieso war das wichtig? Damals war das wichtig, weil die Straßen waren ja nicht teert. Heute finden wir auf unserer Straße manchmal auch noch Hundedreck. aber meistens sind die Gehwege und Straßen eigentlich relativ sauber, verhältnismäßig gesehen. Damals war das nicht der Fall. Da war das normal, dass Pferdeäpfel da rumlagen oder dass alle möglichen Sachen von Dreck auf der Straße waren. Und dann natürlich war da Staub und wenn es mal geregnet hat, dann war da Matsch. Da bist du halt durchgelaufen. Und Sandalen, die tun das auch nicht so super verstecken, weil die werden halt dreckig. Deine Füße werden halt dreckig in der Situation. Und deswegen bist du dann angekommen bei jemand im Haus für ein Event oder was auch immer
Und dann hat normalerweise ein Diener, hat dann deine Füße gewaschen. Und das war der niedrigste Job, wo man so kriegen konnte, weil Füße sind ganz schön was Stinkiges in der Situation. Und du gehst dann runter und waschst jemand seine Füße. Der Hausherr wird es wahrscheinlich meistens nicht machen. Oder der König. Aber jetzt passiert Folgendes in der Situation. Jesus kommt mit seinen Jüngern zu dem Eventort. Alle mit dreckigen Füßen. Aber da ist jetzt kein Diener, wo die Füße wäscht. Und was macht Jesus? Jesus bindet sich sein Tuch um. Und dann fängt er an, jedem von seinen Jüngern die Füße zu waschen. Inklusive Judas. Er fängt an, die Füße zu waschen. Petrus sagt, hey, Jesus, meine Füße sollst du nicht waschen. Ich soll deine Füße waschen. Du bist doch der König. Wieso soll der König die Aufgabe übernehmen von dem niedrigsten Job? Das passt doch nicht. Sagt Jesus, nein, nein. Lass mich das machen. Das ist wichtig. Jesus hat uns da wieder gezeigt, wie er demütig lebt. Wie in seinem Königreich der Letzte der Erste sein wird. Wie er Demut zeigt und wie er seinen Jüngern das beibringt, indem er selber lebt. Jesus hat nicht nur Worte gemacht, er hat es vorgelebt. Wie würde es in der heutigen Zeit aussehen, wenn wir mit der Demut und der Liebe, die Jesus für Menschen hat, andere lieben und andere Demut zeigen? Speziell in der Geschäftswelt ist es oftmals so, dass man den anderen niederdrückt, dass man ein bisschen höher kommt. Und so geht es weiter. Das ist ja immer so ein bisschen ein Kampf. Aber wie wäre es, wenn man da demütig reingeht? Einem anderen eine Chance lässt. Und ermutigt. Und liebend reinkommt. Du wirst vielleicht sagen, ja gut, dann trampelt halt jeder über mich drüber und dann verliere ich. Aber ich garantiere dir, Menschen werden das sehen. Und da sie wissen, dass du Jesus liebst, wird es zu ihnen sprechen, wie Gott wirkt. Das wird ihnen zeigen, wie Jesus ist. Es wird ihnen vielleicht zeigen, wow, Jesus liebt wirklich, Jesus verändert wirklich Menschen. Wow, ich glaube, der kann auch mich lieben. Stolz bringt nicht die Nachricht. Die Welt bringt die Nachricht von Stolz überall hin. Aber Jesus bringt die Nachricht von Demut. Und er hat selber gezeigt, viele Male. Wie wäre es, wenn nächstes Mal, wenn du in die Stadt gehst oder in deinem Ort gehst und jemand siehst, der obdachlos an der Straße sitzt, anstatt nur Geld reinzuschmeißen oder ein Brot hinzugeben, bring ein zweites Brot mit und setz dich hin mit ihnen. Hab ein Gespräch. Unterhalt dich. Wie Jesus auf dem Level von dem Menschen war. Bring dich auf den Level mit den Menschen, die ganz unten sind. Zeig ihnen Liebe. Zeig ihnen Demut. Nicht aus Stolz. Weil manchmal ist es einfacher, schmeiß ein bisschen Geld rein, dass unser Inneres so sich besser fühlt. Ja gut, ich habe doch was Gutes getan. Aber lass es uns aus Demut und Liebe tun, dass wirklich da Veränderung kommt. Weil das ist Jesus Herz. Das ist unser Herr. Das ist, wie er wirkt. Darin möchte ich ermutigen. Lass uns so unser Leben leben. In Demut, in Liebe, sodass andere Veränderung sehen können. Und dass andere Gottes Liebe durch uns sehen können. Und das ist eine große Nachricht, die uns Jesus durch sein Leben, die Jesus mit uns durch sein Leben teilt hat und die er uns nahebringen wollte. Lebt demütig,
nicht im Stolz. Herr Jesus, ich bitte dich drum, helf uns. Zeig uns den Stolz in unserem Leben erstmal. Ich habe Stolz und garantiert jeder andere, der das anschaut, hat auch Stolz im Leben. Hilf uns, den zu überkommen. Lass uns demütig werden, Herr Jesus. Lass uns in deiner Liebe leben. In deiner Demut leben. In deiner Hoffnung leben, Herr Jesus. Sodass, wenn wir demütig leben, dass das eine Nachricht sendet zu anderen, dass sie sehen, wow, Jesus hat demütig gelebt und hat mir seine Liebe gezeigt und er liebt mich wirklich. Dass die gute Nachricht von dir weitergegeben wird. Dass es nicht aus Stolz kommt, sondern aus Liebe und Demut, so wie du es gezeigt hast. Und hilf uns, wo Stolz noch stärker ist in unserem Leben und wo er noch viel mehr Macht hat über uns, wie Demut. Hilf uns, demütig zu leben. Danke, Herr Jesus, danke, Herr Jesus, danke, Herr Jesus. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir lieben dich. In deinem Namen. Amen. Lass uns demütig leben. Aber wir brauchen Jesu Hilfe dafür. Und dann lass uns erleben, wie Menschen ihm näher kommen, weil sie ihn durch uns sehen, durch unser Leben, wie wir reagiert und wie wir leben. Und dann sehen wir auch, wie Menschen erlösen wollen. Sei gesegnet. Bis bald. Tschüss.